Recht herzlich willkommen zur 125. Folge von Avarion. Ja, da hinten sehen wir in der Mitte den Trägheitsdämpfer, den wir letztes Mal eingebaut haben. Und der verhindert gerade, dass wir unsere Energie wieder aufladen, weil der so viel Leistung hat. Das heißt, wir müssen da nochmal rein und wir müssen gucken, dass wir nochmal Energie hinzufügen. Also irgendwas, was Power macht. Ja, dann müssen wir mal gerade hier in den grünen Bereich wieder gehen. Und einen Naonit-Generator wieder auswählen. Und gucken, wo wir den hinkriegen. Oder wo wir den hinkriegen. Natürlich schwierig jetzt hier drinne. Da unten haben wir schon was draufgepappt. Was machen wir, wenn wir den hier nochmal kopieren? Und davor setzen. Machen wir mal eine Spiegelachse an, die so ist. Gehen da nochmal rein. Und können den ja rein theoretisch da so hinsetzen, ne? Das wären 1,5 Gigawatt, die wir dazu kriegen. Wir haben 826, 4500 hätten wir. Wäre ordentlich dazu. Hyperraum-Countern wird langsam mehr. Pitch wird schwieriger, Brennschub wird schwieriger, Masse. Aber ich hau den da mal einfach rein, einfach aus dem Grunde, weil wir brauchen, ne, noch den Bremsschub mehr. Wir haben ja letztes Mal noch festgestellt, dass der Bremsschub immer noch schlecht ist, ne? Und den gab es nirgendwo anders, außer bei Trägheitsdämpfer hier, ne? Ja. Da ist er. Nee. Wo ist denn hier jetzt der Trägheitsdämpfer da? Ich den jetzt auswähle, ne? Kann ich mir jetzt nur Trägheitsdämpfer anzeigen lassen? Filter. Macht er nicht. Was ist denn das für ein Filter hier? Ach, der ist dafür wahrscheinlich, oder was? Bauteile, Material, Eisen. Trägheitsdämpfer. Jetzt komme ich hier noch nicht mehr rein, oder was? Das ist ja voll geschickt hier, ne? So, Trägheits... Da geht der Shutway-Enterdrücker, das will ich ja gar nicht. Kriegen wir da irgendwas hin? Ah, das ist doch hierfür, ne? Ja, schade. Ich hätte gerne hier oben für das mit der Trägheit gehabt. Baumaterial, Titan, Eisen. Warum passiert denn da nichts? Ja, sehr schön, ne? Geschützrotation in Titan. Trägheitsdämpfer gibt's da nicht. Was war das für einer? Titanpanzerung, okay. Das ist hier Geschütze. Und der Flugschreiber. Das Torpedo-Lagerraum, genau. Gibt's denn irgendwo so ein Teil noch? Quartiere. Kyrophalanx. Überraumkern. Integrationsfeldgenerator. Generator. Energiecontainer. Schildgeneratoren. Gibt's hier nicht. Bei welchem Material gibt's das denn bitte schon wieder? So ein Trägheitsdämpfer. Gar nicht. Gibt's denn nur mit Eisen? Das ist echt doof, ne? Ne, sieht so aus, als ob wirklich nur der Eisen den Trägheitsdämpfer hat.
Und da sind wir gerade mau, ne? Super ergiebiger Stein, Trägheitsdämpfer da. Bei Avorion gibt es das. Da gibt es wahrscheinlich alles. Das ist schade, ne? Dass das nicht funktioniert. Gut, dann müssen wir gucken. Da kommen wir nicht dran an den Trägheitsdämpfer, ne? Müssen wir Eisen abbauen. Keine Ahnung wo, wie, was. Irgendwann wird das Schiff... Ah, es baut gerade Eisen ab, wie wir sehen. Coole Geschichte. B. Wenn man Trägheitsdämpfer dann da reinschrauben, oder? Rotieren wir den mal... So und dann so, ne? Und dann machen wir eine Spiegelachse nochmal an. Und dann können wir den hier nochmal reinsetzen. Wir müssen den aber noch ein bisschen optimieren. So, ach, das ist nur 46. Höchstgeschwindigkeit, Schub. Bremsschub, boah, wo war der denn jetzt? Hölle? Bremsschub minus 0,5 Meter die Sekunde. Ist so gut wie nix, ne? Wäre jetzt so. Kann man die denn auch anders anbauen? So. Oder bringen die anders was, sagen wir es mal so. Wenn ich die so anbaue. Wenn ich die jetzt drehe. Nö, ist egal, wie man die anbaut. Die Bremswirkung ist immer die gleiche. Okay. Das würde ja bedeuten, ich kann die mal gerade flach legen. Achso, das ist so eine Schräge, die haben wir da. Können wir jetzt hier so reinbauen, ne? Müssen wir mal gucken, wie lang ist denn das da? Ne, das gefällt mir dann nicht, wenn es so ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es überhängt. Jetzt haben wir Bremsschub 48,1 Meter die Sekunde. Links-rechts rollen ist immer noch schlecht, ne? Wir probieren es aber gerade mal erst aus, ne? Aber er lädt noch auf, okay. Jetzt müssen wir gerade warten. Bis der Schub wieder geht, oder was? Ah, jetzt geht er. Okay, ich glaube, jetzt bremst er ein bisschen besser ab. Ja, letztes Mal war es ja ganz krass, oder? Gut, ich glaube, das lassen wir erstmal so. Können wir noch was einbauen? Crew, ist alles gut. Hier ist alles drin. Battery Upgrades haben wir. Geschützkontrollsystem haben wir. Unbewaffnete Geschütztürme. Unbewaffnete Geschütztürme. Das wüsste ich auch noch gerne, was unbewaffnete Geschütztürme sind, ne? Können wir denn nur ein Geschütz einbauen oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Da. Reparaturgeschützturm. Überflaggeschützturm. Ah, auf Nauronet muss der. Und da gibt's nicht genug Slots. Alles klar. Dann haben wir das schon geklärt.
Baumodus nochmal wieder rein. Und, ne, Baumodus ist verkehrt. Dingens hier gucken. Unbewaffnete Geschütze. Bei Festinstallation nicht. Was sind unbewaffnete Geschütze? Gute Frage, ne? Was hat er denn hier? Bewaffnete Geschütze plus 2. Und hier? Unbewaffnete Geschütze. Bewaffnete oder unbewaffnete Slots plus 2. Unbewaffnete Geschütze? Dann bringt der mir doch gar nichts, oder? Dann machen wir das da gerade rein. So. Jetzt sind wir im Baumodus. Können wir das gerade mal einmal ausmachen. Dann gehen wir hier hin. Doppelreparaturgeschützturm. Doppelflakgeschützturm. Ah, da sitzt schon so ein Teil und da auch. Und da geht was. Doppel-Anti-Fighter-Geschützturm entfernt. Sagt da nicht genug Besatzung für alle Geschütztürme? Okay. Kriegen wir noch einen hin? Doppelmaschinengeschützturm. Ne, da geht dann nicht mehr. Nicht genug Slots. Dann lass uns mal den da nehmen. Und entfernen drücken wir. Und den bauen wir hier mal in die Mitte, ne? Doppelflakgeschützturm. Aber ein bisschen doof ist. Auch der geht da oben sogar drauf. Okay, und der hier? Noch nicht. Alle sind now and it. Ich glaube, wir lassen das mal so. So, Feuerkraft ist da ergänzt mit 274,9. Sind wir ziemlich schlecht. Wir brauchen, wie gesagt, größere Schiffe. Hatten wir ja schon mal gehört von einem Kollegen da, der uns das geschrieben hat. Oh, wir haben Eisen dazu bekommen. Und unsere Schiffe sind immer zu klein, ne? P, Personal. Gut, da sind wir los und wir brauchen hier einen wegen Moral. Jetzt läuft's wieder, ne? Feuerkraft 46,5. Keine Ahnung. Wir sind wieder unterwegs. Okay, geht. Erstmal. So, R. Befehl geben. Mich eskortieren. Okay, und wir fliegen erstmal irgendwo hin. Aber wohin ist die Frage? Kommt er nach? Ist die nächste Frage. Naja, die Drehkraft ist phänomenal, ne? Und ist da? Edelstahlmine. Er kommt nach und bremst drum nicht frühzeitig ab, dass wir nicht aneinander knallen. Ja, kann er aber. Hat er raus. Gut, da hinten. Fliegen wir mal gerade hin. Wer ist denn da überhaupt? Achso, das ist unser Miner wahrscheinlich, ne? Ja, klar. Hier haben wir ja noch einen Miner, ne? Astronia. Bastiona, da sind wir gerade drin, ne? Und der Miner. Okay, gucken wir mal Map und überlegen, was wir da tun werden. 8 Schiffe von die Universität, okay, da. Ist die Frage, was wir jetzt hier machen. Wir haben hier
Miner als Reiter. Hier haben wir die Bohrplattform, Ölbohr. Was ist da oben? Als Reiter Renew, okay. Das ist ja jetzt interessant, ne? Haben wir nur eins. Okay. Gut, lassen wir erstmal so. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, was wir als nächstes tun wollen. Irgendwie müssten wir mal schauen, dass wir stärker werden. Da ist ein Notruf. Wir müssten eigentlich mehr Miner bauen und gucken, dass wir die loswerden, ne? Beziehungsweise wir müssen mal einen Sektor finden oder Schiff lassen, was uns jetzt folgt. Das wäre nur sinnig, wenn wir mal ganz viele, sag schon, Handelsposten zum Beispiel wäre nicht schlecht, aber auch mehr Stationen, die da noch drin sind. Hier gibt's einiges, was. Da ist ein Handelsposten drin, also noch ein Handelsposten. So eine ganze Litanei von Stationen wäre da drin sichtig. Das ist alles ein bisschen wenig hier. Handelsposten sind da zwei und Edelmetallminen. Das ist alles ein bisschen knapp hier. Jetzt sollten wir noch mal suchen. So weit weg will ich ja jetzt auch nicht wieder fliegen, ne? Handelsposten 3. Vielleicht fliegen wir hier. Handelsposten Reparatur der Ressourcen Depot. Wer ist denn das hier drin? Die Cleoiawehr. Cleoiawehr. Gucken wir mal gerade nach den Cleoiawehr. Ne, das war falsch. Das ist richtig hier, ne? Oder? Wie sind die Beziehungen zu denen? Jo, geht ja, ne? Neutral, das können wir verbessern. Das bedeutet, wir werden ja jetzt noch nach Süden fliegen und dann da dem anderen den Auftrag geben, dass er da ein bisschen handeln soll, ne? Das Schiff muss mal ein bisschen hier gerade tiefer. Nord-Nordost. Machen wir noch ein Tor da oben. Südtor, nehmen wir das. Gut, fliegen wir da mal hin und hoffen, dass der da mitkommt. Wird er ja wohl. Und dann lassen wir den da mal Handel treiben, oder? So, Energie geht runter, aber langsam. Die Generatoren sind ganz gut am Arbeiten, denke ich mal. So, da haben wir was. Hier ist natürlich ein Handelsposten, der rot ist. Das ist nicht gut. Aber hier ist normaler. Das Ressourcendepot. Werft. Ja, hier ist es doch ganz nett, oder? So. Irgendwann kommt der gleich mit. Da ist er. So, jetzt müssen wir dem aber mal Befehle geben, ne? Befehle. Ja. So einfach ist es mit dem Befehl nicht. Eskortieren. Abbauen. Abwracken. Erze raffinieren. Güter kaufen. Güter verkaufen. Güter kaufen. Ja, jetzt ist die Frage, wie kannst du es automatisieren, ne? Was kaufen die? Naja, Ressourcen war jetzt mal komplett verkehrt, ne? Doch, Ressourcen? Ne, das ist ja nichts, was wir da brauchen. Das ist ein anderes, was wir da brauchen. Das ist zum Beispiel da die Werft.
Güter handeln, da haben wir das. So, was wollen die haben, was wir Profit ab, ne? Antigrafeinheiten. Die haben Vorrat, die haben eine Summe. Jetzt musst du gucken, dass du dem jetzt sagst, mach das mal, ne? Güter kaufen. Antigraf-Einheiten. Einkaufsmenge. %75 einzukaufende Menge 500. Was ist das hier? Ah, okay, das war da. Okay, Kauf an die Graf Link bis 500. Ah, ich habe kein Handelssystem im Schiff. Das läuft wieder gut. Das heißt, wir steigen mal gerade rum. Gucken da rein mit dem Handelssystem. C43-Detektor. Fortgeschrittenes Handelssystem. Ist es drin? Oder? Das ist weg. Wieso ist das weg? Wo ist das Handelssystem geblieben, bitteschön? Wird nicht angezeigt, toll, ein Bug. Okay. Da ist das Batterie-Upgrade drin. Und da ist das Handelssystem drin, okay. Und hier ist nichts, das können wir noch zurüsten. Warte mal. Okay. Detektor. Antriebsupgrade. Schildverstärker. Können wir den dann noch reinbauen? Keine Ahnung, lassen wir mal so. Und dann würde ich sagen, steigen wir wieder gerade um. Und dann müssen wir F drücken. Nee, wir müssen den erst auswählen und dann F drücken. Befehle? Ach so, machen wir auf der Karte, ne? Geht nicht da. Gut, Güter kaufen. 500. Antigraf-Einheiten kaufen. Jetzt müssen wir erst gucken, was für ein Frachtraum der hat. Läuft, oder? D betreten. Frachtraum, Frachtraum. Wo ist er denn jetzt hier? Überraum. Feuerkraftraum hier, Frachtraum 70,9. Gut. Bedeutet wieder umsetzen. Bedeutet hier in die Karte gehen. Hier anwählen. Da das machen. Und Menge ist 70,9. Komm, wir machen nur 70. Gehen hier auf Antigraf-Einheiten. Und sagen kaufen. So, jetzt ist die Frage, Antigraf-Einheiten, wie groß sind die? Na, damit wir das wieder rausfinden. Läuft doch, oder? Nee. F. Güter handeln. Die haben keine Antigraf-Einheiten.
Ja, da müsste man jetzt ins Wiki gucken oder was. F. Güter handeln. Antigraf-Einheiten. Volumen von 2,5. Das bedeutet 14, kann er sein? Nee. 2,5, 10 sind 25. 30 wären zu viel, 30 weniger 2, also 28. Ja, alles klar, dann gucken wir mal, ob wir 28 hinkriegen, ne? M. Kaufen. 28. Antigraf-Einheiten. Kaufen. Ja, läuft, ne? Das können wir schon mal wieder vergessen. Das geht wieder gar nicht, ne? Ja, da würde ich sagen, wenn der hier kein Händler ist, der das verkauft, was willst du dann machen? Da kannst du das erstmal knicken. Das hat also wirklich mit dem Händler, mit dem Handelssystem jetzt wirklich nicht hier die gute Chance, dass wir das hinkriegen. Da würde ich jetzt sagen, machen wir auch erstmal hier Ende in der Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Achso, falls ihr noch kein Abo habt, macht das. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und natürlich die Glocke einschalten, damit ihr das nächste Video eine Info kriegt. Alles klar, bis dann. Tschüss.